Ich komme gerade aus dem Kino. Ich bin noch ein bisschen in der Welt, muss ich sagen, ja. Als Bayerin, katholisch aufgewachsen, wenn du dann das alles hörst und wieder in diese Welt zurückkommst, da läuft es der kalten Rücken runter. Wie ist es Ihnen gegangen, sich mit dem Thema zu befassen, vor allen Dingen mit dieser, ja, Glaubensbruderschaft mit der Kirche? Ich muss gestehen, ich bin evangelisch und habe jetzt wirklich so kein wie viele katholische Freunde, die halt da echt so was zum Abarbeiten haben, ist bei mir nicht so. Und ich habe mich auch im Film bemüht, verständlich zu machen, was den Narziss an dieser Welt reizt. Das geht natürlich sehr schön über die Musik. Dass er natürlich dann am Ende trotzdem sagt, mir hat es am besten an der Liebe gefehlt, das ist nicht weg zu diskutieren, aber ich wollte nicht, dass er so ein wunderlicher Typ ist, der da also jetzt nur aus Selbstbestrafung dann ins Kloster geht, sondern dass das schon eine Faszination hat, dass das ein Lebensweg ist. Heute geht man halt nicht mehr in die Kirche, sondern ist intellektueller und sitzt in seinem Studierstübchen, um sich nicht mit der Wirklichkeit zu konfrontieren, aber dass das schon ein ernstzunehmender Lebensweg ist. Wie gesagt, sonst hab ich nicht wirklich was an Kirche abzuarbeiten. Und ich habe es jetzt auch, für mich ist es nicht in erster Linie ein religiöser Stoff, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es für religiöse Menschen, dass da sehr interessante Gedanken drinnen sind, also von Frömmigkeit und weil es ja darum geht, Narziss sagt ja bei Hesse, beziehungsweise im Film, also hat Gott nicht auch die Sünde geschaffen, dass wir uns darauf einlassen, dass wir Fehler machen, an den Fehlern wachsen und ist das nicht der bessere Lebensweg, als nur fromm im Kämmerlein sitzen zu bleiben und sich einfach nicht zu konfrontieren? Ich habe es eher eben gesehen als den Unterschied zwischen Praktiker und Intellektuellem, ja, weil. Ja, und ich habe es auch so für mich so ein bisschen interpretiert, was ja immer zeitgemäß ist, ist im Prinzip die Suche nach dem Sinn des Lebens. Im Prinzip, welchen Weg gehe ich? Lasse ich mich auf alles ein und werde gebeutelt? Oder lebe ich, ich sage jetzt mal, neumodern, Secondhand-Life, über Bücher, Ja, sperre mich ins genau. Kämmerchen ein? Ja. Also, was will ich mit meinem Ja. Leben? Was wollen Sie persönlich? Da bin ich schon mehr Goldmund, wobei, was ich auch versucht habe, da ein bisschen hineinzubringen, dass dieser Freiheitsbegriff, dass das natürlich ein bisschen ein anderer ist, als in den 20er Jahren, als Hesse das Buch geschrieben hat, wo es noch eine restriktive Gesellschaft gab und eine repressive Sexualmoral und da war dann so dieser Drang nach Freiheit. Das ist ja heute ein bisschen anders. Und heute ist ja eher das Problem, dass das Freiheit dann oft Konsum ist. Ja? Also ich muss dann in jedes Land einmal gereist gewesen sein und Bungee-Jumpen und alles mal gemacht haben, um noch irgendwie einen Kick zu bekommen. Und dass man eher heute, glaube ich, wieder als Gesellschaft sagt, vielleicht hat der Narzisst doch nicht so Unrecht, dass man sich ein bisschen fokussiert auf wenigere Dinge und dass das nicht nur so ein völlig ungebremster Hedonismus, Konsumismus ist. Ich glaube, es gibt ja diesen Minimalismus, den heute viele leben, ja. Also wahrscheinlich ist die Mitte immer dann doch der goldene Weg am Ende. Ich denke halt, dass also zu reduzieren ist eigentlich in so einer übersättigten Gesellschaft, wie wir sie, eigentlich doch eher, also das ist sehr persönlich, ich finde es gesünder. Würden Sie mir dem zustimmen? Würde ich zustimmen. Und ich glaube, es ist ja auch nicht so, dass man sich jetzt entscheiden muss, ich werde zu einem hundertprozentigen Narziss oder zu einem hundertprozentigen Bauch- und Herzensmenschen, sondern jeder Mensch ist natürlich eine Mischung aus beiden. Und ich glaube auch, der richtige Weg ist letztendlich, dass man sich auf die Welt sehr wohl einlässt, aber eben nicht nur auf Quantität geht, sondern mehr auf Qualität. Und dass das Einlassen auf die Welt nicht heißt, dass man möglichst viel kauft und
möglichst viel unterschiedliche Sachen tut, sondern dass man das auch anders erreichen kann. Ich würde auch gerne über die Darsteller sprechen, weil die haben mir sehr gut gefallen, Narzis und also Sabine und Janis. War das für Sie von Anfang an klar, wer welche Rolle und wieso diese beiden? Was bringen die für eine Qualität mit für die Rolle? Das muss nicht so sein, aber in dem Fall ist es wirklich so, dass die beiden wirklich 100% diesen Rollen entsprechen. Also Janis ist so ein, der lacht immer, ist immer gut gelaunt, also egal was passiert. Alle Menschen lieben Janis und Janis liebt alle Menschen. Und ist auch als Schauspieler einer, der ja jetzt nicht das formal studiert hat, sondern wo alles aus Bauch und Herz, ja, aber da kommt dann irre viel raus. Und ich kenne wenig Schauspieler, die so aufmachen können und so ihr innerstes Gefühl zeigen können. Und auf der anderen Seite Sabine, der da viel intellektuellere, viel analytischere Mensch ist. Also das hat schon extrem gut gepasst. Janis haben wir ganz, ganz früh gehabt, eigentlich schon, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre vorm Dreh ist der gesetzt gewesen und da habe ich, glaube ich, irgendwie einen ganz guten Instinkt gehabt, weil der ja dann eine gerade so in einer ganz tollen Entwicklung als Schauspieler ist. Und Sabine ist erst relativ spät dazugekommen, aber da war nie die Frage, also dass man das auch wechseln könnte. Wie kamen Sie, also ich glaube, ich habe das Buch vor 30 Jahren gelesen, das ist schon sehr lang. Damals hat man ja alles von Hesse gelesen und dann war er einem irgendwann mal, ach, der ist zu nett, dann ist man auf die härteren Sachen gekommen. So war es bei ihm wahrscheinlich auch. Ja. Was hat Sie interessiert, den Stoff zu verfilmen? Wieso haben Sie gesagt, das muss ich jetzt unbedingt machen? Ich glaube, das ist so ein sentimentales Gefühl, dass das halt eben damals als 15, 16, 17-Jähriger, das war so eine erste große Liebe. Ja, und diese große Liebe kommt dann zurück und sagt, willst du mich auf die Leinwand bringen? Und dann sagt man natürlich ja. Ja, und einfach auch vielleicht um einer jungen Generation zu sagen, ey, schaut mal, vielleicht lohnt sich da nochmal ein Blick hin. Das kann nicht sein, dass das Generationen vor euch so begeistert waren, dass denen diese Bücher so viel gegeben haben und gerade euch nicht. Und wenn das gelingt, dann würde mich das, wie gesagt, sehr freuen, wenn ich da meiner alten Liebe Narzis und Goldmund wieder ein bisschen auf die Sprünge helfen könnte. Und die Locations, wo ihr gedreht habt, das war ja Wahnsinn. Wo war das denn? Viel in Tschechien. Dann hat man Winterdreh in Südtirol und quasi das ganze Kloster, was wir zusammengesetzt haben aus einer Burg und dann einem Zisterzienserkloster Zwettl. Das war in Niederösterreich im Nördlichen. Und das Ganze war dann so ein bisschen ja, wir sind halt so getingelt von Burg zu Burg, weil eben die Idee war, halt so so eine ganze Welt zu zeigen und halt unterschiedliche Burgen, wo jeweils die Architektur auch was ganz anderes ausdrückt und dass man halt nicht irgendwie in einer Burg einfach von verschiedenen Seiten dann verschiedene Situationen erzählt, sondern eben wirklich für diese Episoden, dass das immer was ganz anderes ist, wo Goldmund da im Zuge seiner Lehr- und Wanderjahre hinkommt. Darf ich nochmal zurück zu Ihrer Liebe? Weil da ist mir jetzt gerade, als Sie das gesagt haben, als Sie das so viele Jahre später dann nochmal bearbeitet haben, Drehbuch wird geschrieben und so, war die Liebe immer noch so groß oder hatte sich die geändert? Haben Sie einen neuen Blick gefunden? Ja, also ich glaube, damals war es schon das, was uns halt so alle begeistert hat, weil da geht es ja dann auch um Sexualität und so unterschwellig um sexuelle Identität und erste große Liebe. Und das waren ja alles so ganz tolle Dinge, von denen man da gelesen hat und auch die Gefühle, die damit zusammenhängen. Jetzt abgesehen von den großen Lebensentscheidungen, aber ich glaube, das war damals schon alles irgendwie sehr, sehr aufregend. Das ist für einen Mit-50er dann schon nicht mehr ganz so aufregend. Und da gibt es andere Themen, also das ändert sich
natürlich ein bisschen, aber so die großen Themen, das funktioniert noch immer. Es ist, gewisse Dinge erkennt man auch, gehen heute nicht mehr so. Also ich habe zum Beispiel versucht, im Film die Frauenfiguren viel stärker zu machen. Und das ist so ein bisschen diese Sache, wo man sagt, einfach nach so und so vielen Jahrzehnten Feminismus und Kampf um Gleichberechtigung kann man das nicht mehr so erzählen. Und ich glaube aber auch, dass das durchaus im Sinne Hesses wäre, dass er sagt, ja okay, dann ändern wir das halt so, dass es ein heutiges Publikum so versteht, wie ich das damals gemeint habe. Also da haben Sie sich die künstlerische Freiheit sozusagen rausgenommen. Aus Liebe und Respekt ja, dem Werk und dem Autor gegenüber. Ja. Ja? Ich glaube, man würde dem Hesse nichts Gutes tun, wenn man alles eins zu eins so belässt. Ja, wie Sie sagen, also dass die Frauenfiguren stärker sind, aber das war schon auch einfach, Sie sagen, der Zeit angemessen und weniger jetzt, weil Sie sich dachten, oh Gott, ich werde gebasht, wenn ich jetzt hier das eins zu eins übernehme. Nee, ich habe das Gefühl, was Hesse erzählen wollte, war Goldmund da mit seinem Freiheitsdrang, da geht es halt dann auch um freie Liebe, diese Konventionen zu sprengen. Und er ist da in dieselbe Falle getappt, wie dann auch die Hippie-Generation, dass halt die freie Liebe nur aus männlicher Perspektive gesehen wird. Ja? Und irgendwann sind wir als Gesellschaft ja draufgekommen, also hallo, was ist eigentlich mit den Frauen? Wollen die vielleicht auch freie Liebe oder sind die nur die Objekte für die freiheitssuchenden Männer? Und das kann man einfach nicht mehr so erzählen. Also das ist jetzt nicht, dass man da irgendwem gefallen will, sondern... Und wie gesagt, ich glaube, Hesse ging es um die freie Liebe und nicht darum, irgendwie Frauen nur als passive Püppchen zu zeigen und dass es daher durchaus in seinem Sinne gewesen wäre, wenn man da ein bisschen eingreift. Denke ich, meine, das war ja auch eine Kritik an der Kirche vom Hesse, ganz klar. Also so habe ich es damals gelesen und interpretiert. Ja, ja. Ja. Was mir natürlich in mein Buch gespielt hat zur damaligen Zeit, weil mit 17 bin ich dann von der Kirche. Ja. Habe ich mich verabschiedet, habe gesagt, macht so euren Scheiß selber, bin nicht mehr dabei. Ich glaube, der hat da viel in Bewegung gesetzt. Also Kunst kann viel bewegen. Wir sehen es jetzt hier mit Bildern, mit Malereien und eigentlich ist heutzutage Film, wie wir Leute erreichen. Ist das Ihr Ziel? Ja, also das ist, war mir definitiv, deswegen ist mir definitiv heute der Stoff halt auch sehr nah, weil ich halt auch Künstler bin und vieles, was da die Figuren im Film sagen und fühlen und erleben, sind halt wirklich Dinge von mir. Ja? Und das sind dann auch Dialoge teilweise von mir, wo es halt geht um die Position des Künstlers. Darf ein Künstler Geld verdienen oder schändet das seine Kunst, der Künstler, der bei seinem Auftraggeber bettelt um mehr Geld, weil das halt wichtig ist, um das Werk fertigzustellen. All diese Dinge, das war natürlich sehr, sehr spannend. Es war, fällt mir jetzt nur gerade ein, irgendwie einer der schönsten Momente bei der Dreharbeiten waren, da gibt es ja dann einen wunderbaren Altar, der dann... Obwohl, das darf man vielleicht nicht sagen. Darf man es gerade nicht sagen? Schade, der war aber wirklich toll. Ja. Der nicht fährt, aber gut, da reden wir nicht drüber, weil das ist ja eine Überraschung. Allerletzte Frage, Sie sind ja in Österreich geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Ja, ja, ja. Ich habe auch im Cast gesehen, dass viele Leute irgendwo geboren sind und woanders auch. Wie sehr hat Sie Österreich und wie sehr hat Sie Deutschland beeinflusst? Ich sehe mich schon so als gelernten Deutschen und bin aber jetzt halt wieder, also ich war von 3 bis 13, das sind schon prägende Jahre in Düsseldorf und merkst zum Beispiel, dass ich viel weniger konfliktscheu bin als der typische Österreicher. Ja, als Österreicher ist man ja immer also Konflikt aus dem Weg und lieber dann gemeinsam einen Wein trinken und so, ja. Und das merke ich schon und dass daher auch meine Figuren kämpferischer sind. Ja? Also die wollen immer was und die bemühen sich und die kriegen alle oft mal eins aufs Dach oder versagen oder machen Fehler oder aber sie geben nie auf. Und das, glaube ich, ist schon was...
ja, was man in meinen Filmen merkt, was man bei meinen Filmfiguren merkt und warum meine Filme und Filmfiguren dann auch international oft erfolgreicher sind als zu Hause. Mhm. Vielen Dank. Danke.